Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal ein Tutorial von Bungie Cloud. Hier sehen wir es. Habe ich gekauft. Ich müsste mal nachschauen, wie viel es kostet. Kann ich gleich mal nachschauen. In der Zwischenzeit downloaden wir es. Kostet ein bisschen Geld. Das ist ein Plugin, mit welches, also wenn wir Bungie Cord haben, damit wir mit den Schildern über die Schilder sozusagen auf Games und so joinen können. Und ich schaue jetzt gerade mal nach, wie viel es kostet. Ah ja, okay, ich kann es jetzt leider nicht angucken. Ich schaue es nachher mal. Vielleicht kriege ich es nochmal hin. Auf jeden Fall, wir haben es gedownloadet. Sehr schön. Nun öffnen wir FileZilla, unten in der Videobeschreibung. Oder machen wir hier nochmal neu auf. So, jetzt müssen wir hier eingeben, schon so wie wir es hier sehen. SFTP, /root, glaube ich sowas, oder? Genau. Root add. Jetzt geben wir die Server-IP ein. Ich mache das jetzt auf dem rhinehive.de Server. Benutzername ist bei mir root und das Passwort. Okay, Port müssen wir gleich nicht eingeben. Jawohl, und wir sind drin, gehen zweimal hier auf den Punkt oder halt, jetzt müsst ihr in euer Verzeichnis gehen, wo ihr euer Minecraft-Server habt. Ich hab's in Home drin, ey. So, dieses Plugin steht auch in der Beschreibung drin und so. Wir müssen nur in die Lobby, also nur ins Lobby, in die Lobby-Plugins rein. Nicht wundern, wir bauen gerade einen neuen Spawn. Das hier sind einfach so ein paar Sachen. Braucht ihr auch nicht. Also lasst euch nicht davon stören. Jawohl. Jetzt laden wir das Ganze hoch. Dann öffnen wir Putty. Ist auch in der Link ist in der Beschreibung. Geben hier unsere IP ein. Zack. Jetzt muss ich das Fenster hier rüberziehen. Ich spiele gerade übrigens aus Thailand. Ich bin gerade im Urlaub. Oder halt zumindest am 26.08.2016. So, deswegen kann es auch etwas laggen. Ich möchte sagen, es tut mir leid, aber ich habe zurzeit keine bessere Verbindung. Gut, cd/home/. Ich mache jetzt einfach mal Lobby. Screen. Müsst ihr jetzt machen, nicht machen. Also, das müsst ihr jetzt machen. Screen-R Lobby. So. Stoppen den ganzen Server einfach mal. Ich habe jetzt ein Restart-Script drin, das zeige ich euch im anderen Video mal. So, jetzt müsste das Plugin geladen sein. Jawohl. Steht schon einiges drin. Okay, schön. Nice. Jetzt aktualisieren wir das hier mal. Und hier hat sich ein Bungie-Cloud-Ordner erstellt. Und hier gibt es ein paar Sachen drin. Wenn ihr... Darauf komme ich später nochmal. So, jetzt müssen wir die Bungie Config nehmen. Jetzt gehen wir hier auf Bungie Cord. Gehen hier auf Plugins. Gehen hier auf Config. Die schauen wir uns mal an. Ich empfehle Notepad++. Ist auch in der Beschreibung drin. So, dann öffnet sich hier mal die ganze Config und die packen wir einfach und kopieren das. Warum jetzt steht jetzt hier bei JL-1 Lobby im Mod drin? Das ist ganz wichtig, Leute. Auf den Server, auf den ihr da nachher scheuen wollt mit dem Schild, oder auf die mehreren Server, man kann ja mehr, da muss Lobby im Namen drin stehen, sonst kann der es nicht zuordnen. Genau. Können wir es wieder schließen, weil das brauchen wir eigentlich ja nicht. Wir haben es nur kopiert jetzt. Und jetzt gehen wir hier wieder in Bungie Cloud rein. Schauen uns die hier an. Hier müsste jetzt nichts drin sein, genau. Und kopieren wir einfach das ganze Teil hier rein. Speichern das Ganze. Das
hochladen. Schalten wir uns mal die Config an. So, jetzt kann man hier einstellen, Server Loading kann man hier reinschreiben oder Server wird geladen. Theoretisch könnten wir, glaube ich, hier und was nehmen wir für eine Farbe? C mit L. So machen, glaube ich. Ich kopiere mir das jetzt schnell hier rüber. So. Ja, in Schwarz würde das doch passen. Hier können wir auch einstellen, ob wir die MSG bekommen wollen. Können wir einfach schon schließen. Das ist auch kein Problem. Alles klar, passt. Ob wir einen Block dahinter, ich zeig's euch gleich. Speichern wir jetzt einfach mal als erstes. Okay. Wieder hochgeladen. Nice. Jetzt kommen wir dazu. Wir haben das Plugin hier heruntergeladen. Jetzt klicken wir einfach mal hier drauf. Und zack. Sowas öffnet sich. Das hier, nur wenn das erste, wenn ihr es das erste Mal eingibt. Ich gebe jetzt Jump League ein. Jump League. Dann Lobby. Das muss dann auch wieder im Mod stehen, sonst könnt ihr nicht joinen. Und bei mir ist es der JL-1. Wir adden den jetzt mal hier. Schauen uns das Ergebnis an. So schön. Dieses Ergebnis kopieren wir mit Steuerung C oder könnt ihr auch wahrscheinlich anders machen. Dann hier bei Patterns gehen wir rein und fügen das hier ein. Dann können wir es speichern, hochladen. Wie gesagt, dieses Ankreuzen, das müsst ihr nur das erste Mal machen, weil dann kommt hier dieses Server-Patterns mit. Wenn ihr das wegmacht, schau, dann steht es nur hier dran. Dann könnt ihr es also immer drunter fügen. Genau. So, jetzt schon sind wir hier fertig. Ich stopp den wieder, mit meiner startet er wieder neu. Ihr könnt ihn auch reloaden. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal in Minecraft und schauen, wie es so läuft. Ah ja, hier unten können wir noch schauen. Hier haben wir es. Slots und Players. Okay, nice. Müsst ihr neu geladen haben? Genau. Jetzt gehen wir hier auf reinmal.de. Könnt ihr jetzt schon joinen und alt. Die Lobby hier, die hier ist übergangsweise. Ich habe hier auch noch ein schönes Nick-Plugin. Vielleicht stelle ich das auch noch irgendwann vor. So. Jawohl, wir gehen jetzt einfach mal hier zu Jump League. Oh, das kann ich weg. Das soll ich schnell wegmachen. Oh. Da, jetzt seht ihr es. Ich bin genickt. Und habe auch einen schönen Skin. Also gut, nochmal zurück. Ist das schon drin gespeichert, oder? Ach, shit. Okay, dann remove. Ah ja, jetzt ist es weg. Schön. Okay, nice. So, wir brauchen ein Schild hier, setz sie einfach hin. Das dürfte bei euch nicht drin sein, ich habe das schon mal gemacht, deswegen jetzt können wir es kaputt machen. Schön. Und ihr habt es gesehen, das war jetzt auch mit den Blöcken im Hintergrund, also gut. Wir machen hier ein Schild hin, klatschen es an die Wand und machen slash create bcs. Und jetzt das Pattern, schau, kommt auch so, das haben wir Jump League genannt. Jetzt müssen wir draufklicken. Jetzt schreiben wir in die erste Zeile und C Jump Layout Jump League. So, an die zweite Zeile schreiben wir jetzt. Oh lol, was ist jetzt passiert? Ah ja. Oh, jetzt sind wir wieder da. Sorry Leute. Zweite Zeile schreiben wir. Und 7 hier und 6 Lobby
Müsst ihr nicht schalten. Ihr könnt alles so editieren, wie ihr es wollt. So, jetzt steht hier Lobby. Ist das der Fernseher, wo der gerade so einen Krach macht? Egal. Und jetzt schreiben wir unter Online Doppelpunkt Prozent Players Schrägstrich Cent Slots. Ich glaube, so müsste es gewesen sein, oder? Schauen wir nochmal nach hier. Slots und Players müsste so passen. Machen wir nachher. Und jetzt Klick zum Joinen. Wir passt das auf. Und wir sehen, es hat geklappt. Es sind zurzeit 0 von 20 online. Und ihr seht schon im Hintergrund hier diesen Diamantblock. Ich mache jetzt gleich mal nochmal schnell ein zweites Minecraft auf. Also es funktioniert alles sehr gut. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Servernamen reinschreibt, dann könnt ihr auch ersetzen lassen gleich. Das zeige ich euch. Hier, also dann müsst ihr dieses Super Palms. Oh, meine Maus spinnt. Alles klar. Jetzt machen wir eine neue. Nein, wir müssen eine neue Datei erstellen. Und zwar ist es eine map.properties. Schreiben wir es so? Da hier steht's Properties. Das kopieren wir uns einfach mal. Da haben wir hier. Machen wir das raus. Map.properties. So, jetzt schauen wir uns das Ganze hier an und jetzt können wir nämlich hier, wie schon gezeigt hier, falls wir den Namen von diesem, falls es uns nicht gefällt, dann sollen. Okay. Das ist hier so. Falsch, ich hab Fehler gemacht. Herunterladen. Genau, da haben wir es hier. Sorry, dass so umständlich ist. Jetzt müssen wir hier eingeben, so wie hier ist. Hier. Map.properties, hier steht schon. Müssen wir ganz oben das hier hinschreiben. Und hier drunter können wir dann schreiben, zum Beispiel, bei uns heißt er Jump League minus 1. Jetzt können wir hinschreiben, ist gleich. So müsste es auch sein, oder? Nein. Ist gleich und doch passt. Ist gleich und 2. Map können wir hinschreiben. Map Doppelpunkt. Schreiben wir Halloween. Und dann müsste da so dieser Name hier verschwinden und ersetzt werden durch dieses Teil hier. Ich mache das jetzt nicht, Leute. Braucht das nicht, aber zum Beispiel, wenn ihr es für Bed Wars braucht, ihr könnt es auch gerne nochmal auf der Seite nachlesen, wie gesagt. So, jetzt habe ich hier mein zweites Minecraft geöffnet. Ich öffne wahrscheinlich noch ein drittes. Ich benutze dafür schnell einen Account von einem Kumpel, darf aber nicht wissen. Ein Tab. Bauen wir nochmal neu. Jetzt sehen Sie, ich bin hier Moderator gerade. Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Ach, wisst ihr was? Ich mach die scheiß Permissions hier aus. Obwohl. Kann er dann. Mal schauen, ob er das dann kann, ob er es removen kann. Use permissions false. So, die Leute, dass es jetzt so lange dauert. Und jetzt stoppen wir den Server nochmal. Okay, ich bin drauf. Ist mein Auto-Nick. Ah, gut, alles gut. Okay, Leute, irgendwie funktioniert's nicht, aber ihr seht's. Hier. Ein bisschen drauf. Ich werde jetzt den Server stoppen lassen. Der startet nämlich auch automatisch neu. Schnellstes Jump League. Ah, der ist schon wieder bereit. Gehen wir nochmal zurück. Screen minus R. Jump League. Stopp. Ah, der ist so schnell fertig, Leute. Ah nein, jetzt seht ihr, der Server wird geladen. Jetzt ist er wieder bereit. Und normal, wenn könnt ihr nicht mehr joinen, wenn das Spiel voll ist. Also das Plugin ist richtig geil. Kauft es euch, ich kann es nur empfehlen. Hier ist mein kleines Tutorial gewesen. Oder das war's. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr wollt, dass ich mehr so Tutorials mache, gebt mal einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Euer Reinhard_R. Ciao.